Ja, das sieht nach recht geschafft aus. Ah, guck mal. Frostholz im Haar. Immerhin. Ja? Nicht wohl. Hm, was habt ihr da? Unsere Wege trennen sich. Lilik hat tatsächlich mit euch gesprochen. Oder zumindest in seiner Art Schatten von ihr. Faszinierend. Gehabt euch wohl. Jetzt können wir uns in die Geschichte von Tarns verstürzen. Unsere Wege trennen sich. Vorerst. Müssen wir mal da oben wieder. Hab ich doch einen Flugpunkt, oder? Oh, wir haben so Werbe. Was sind wir ohne den Himmel? I don't know, man. Das weiß ich noch nicht. Ja, ich habe jetzt noch vor, heute noch den Queststrang hier durchzuspielen, also den noch zu spielen. Und dann erstmal heute aufzuhören. Also für jetzt erstmal. Das war schon wieder ein bisschen über 40 Minuten. Ach ja. So, sind wir hier richtig? So. Dunkelseer Rastock. Der Klauenkönig leitet uns. Wenn diejenigen, die nicht beim Arakas Versteck verbrannt sind, werden gezwungen, den Jüngern zu helfen, genau die Waffen auszugraben, die nur ihre Köpfe zielen. Jeder, der entkommen versucht, wird vom Axis Geschützturm auf sehr verdampft. Mit dieser Abbildung werden sie nicht merken, dass jemand weg ist. Platziert einen davon in der Nähe zu sehen, wie eine perfekte Kopie entsteht. Die Kubidius das Original sogar im Schatten verschwinden, sodass es sich entwischen kann. Sehr schön. Das Erbe von Apexis. Der Klauenkönig leitet uns. Die Apexis sind längst verschwunden, doch ihr Erbe liegt in uralten Kammern unter Arak vergraben. Legionen schlafender Konstrukte, Kristalle voller Sonnenenergie, magische Technik. Die Apexis haben das Samosurium unglaublicher Macht hinterlassen und die Jünger von Rukomata haben damit begonnen, es auszugraben. Bringt mir Kerne der reaktivierten Konstrukte, die an der Ausgangsstätte patrouillieren. Diese Kristalle sind die Grundlage der Technologie der Apexis und der Schlüssel zur verheerenden Macht unserer Feinde. Seid vorsichtig. So, dann Schwestern. Als ich noch eine Wache der Himmelsnadel war, hatte ich die Aufgabe, die Schwestern Wirks und Kracks zu beschützen. Sie waren Wunderkinder. In einem Alter, in dem die meisten Akolyten die Sonne kaum lesen konnten, beschworen die Schwestern bereits Familie aus reiner Sonnenlicht, um in die frühen Morgenstunden Licht zum Studium ihrer Bücher zu haben. Nun entwirren sie die Geheimnisse der Apexis-Technologie. Bei ihrer Ausgrabung haben sie 2 alte Kammern freigelegt. Betretet diese Kammern und schaltet die Schwestern aus, bevor sie die schrecklichen Früchte ihrer Entdeckung ernten können. Bleibt in den Schatten. Die Former werden in den Höhlen sehr geschwächt. Aber ich schätze, das schätzt ihr nicht. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen Leute killen, ne? Schlüssel? Ein dunkler Wind weht. Vielen Dank, Fremder. Granaten. Geheimnisse der Apexis werden sich uns erschließen. Huch. Schwester. Sonnenformat. Ah, kann ich die auch gleich mal töten. Na gut. So, so. Der Kern des schlafenden Konstrukts beginnt leise zu zusammen. Feuerfrei, die Sonnenergie durchströmt die schlafende Konstrukte. Uralte Servomotoren erwachen überall um euch herum zu neuen Leben. Es ist nur zu spät, sie abzuschalten. Draußen kläfft ein Aufseher der Arakas Feder, die alle von Summen eines beantwortet werden, der sich in den Bergen schneidet. Dieses Geschütz würde mit den Konstrukten kurzen Prozess machen, wenn ihr die Kontrolle übernehmen könnt. Okay. How about du gibst mir deinen Kern? Danke. Hier war doch gerade. Ja. Danke. Ich muss aber noch einmal. Oh. Wenn ich mich hier irre, ist hier sogar ein Dungeon. Ja, Himmelsnadel. So. Ach ja.